halte es aus. Ich verschränkte die Arme hinter dem Kopf und las flüchtig den Abspann eines Films, den ich gerade gesehen hatte. Nachdem ich ihn etwa zur Hälfte durchgelesen hatte, erhob ich mich vom Sofa und ging in die Küche, wobei ich die Arme über mir ausbreitete. Ich öffnete die Kühlschranktür und fand einen vollen Karton mit Saft. Also setzte ich mich auf den Küchentisch am Fenster, öffnete den Deckel und nahm mehrere lange, laute Schlucke. Als ich nicht mehr trinken konnte, schnappte ich nach Luft und wischte mir den Mund mit dem Handrücken ab. Um diese Zeit im Sommer waren meine Abende ereignislos. Es war 21.15 Uhr an einem Samstag im Juli. Die Schule war zu Ende und meine Eltern waren zu meiner Tante und meinem Onkel gefahren und würden noch 2 Wochen lang weg sein. Ich lehnte die Einladung ab, mich ihnen anzuschließen, denn ich mochte weder den Ort noch meine Verwandten und wir blieben für gewöhnlich so lange dort, dass ich den größten Teil der Sommerferien verpasste. Und die verbrachte ich ehrlich gesagt lieber mit meinen Freunden in der Stadt. Ich war ein gutes Kind, das wusste, wie man Wäsche wäscht und einen Ofen benutzt und im Allgemeinen kein Idiot. Also ließen sie mich im Haus wohnen, solange ich es sauber hielt. Als ich mich hinsetzte, schaute ich in den Garten, um nachzusehen, ob in der Dunkelheit etwas Unheimliches zu sehen war, denn er war leer und schwarz. Irgendwie wünschte ich mir, wir hätten ein Haustier, ein Hund oder eine Katze. Aber ihre Haare brachten mich immer zum Niesen und meine Augen wurden rot und juckten. Deshalb sagte mein Vater nein, auch wenn ich nichts dagegen gehabt hätte. Um 21.22 Uhr stellte ich den Rest des Saftkartons zurück in den Kühlschrank und ging wieder zum Fenster hinüber. Ich hiefte mich wieder auf den Tresen und blickte hinaus in den Garten, wo ich die Schatten einzeln identifizierte, um sicherzugehen, dass alles an seinem Platz war. Die Büsche waren in ihrer üblichen Form. 2 kleine Bäume standen zusammen am hinteren Zaun und ein Metalltisch mit 4 Stühlen stand lässig auf der Terrasse. Ich überprüfte diese Dinge gerne und das war auch der Grund, warum ich keine Angst vor der Dunkelheit hatte. Ich stand immer auf, um kleine Geräusche in der Nacht zu untersuchen und ich hasste es, mit dem Gesicht zur Wand zu schlafen. Wenn jemand nachts in meinem Zimmer war, wollte ich es lieber wissen, damit wenigstens die geringste Chance bestand, irgendwie zu entkommen. Das bedeutete, dass sich meine Sorgen schnell in Luft auflösten, denn entweder fand ich unten nichts außer dem Heizkörper, der vor Hitze knallte, oder ich öffnete die Augen und sah ein leeres Schlafzimmer. Die Ungewissheit, was die seltsamen Geräusche in der Küche, auf der Treppe oder in meinem Zimmer verursachen könnte, verpasste mir eine Gänsehaut. Um 21.30 Uhr stand ich von der Theke auf und ging zurück ins Wohnzimmer, um den Fernseher auszuschalten, und beschloss, den restlichen Saft nach oben zu bringen. Ich ging zurück in die Küche, öffnete die Kühlschranktür und blieb stehen. Als ich meinen Kopf nach draußen drehte, konnte ich sehen, dass jemand im Garten stand. Ich schloss die Kühlschranktür und schaltete das Licht aus, damit ich nicht so leicht sichtbar war, und lehnte mich langsam an den Küchentisch, um besser sehen zu können. Alle Türen waren verschlossen und alle Nachbarn waren zu Hause. Ich brauchte einen Moment, um mich daran zu erinnern. Trotzdem schlug mein Herz ein wenig schneller, als ich dort stand und mich anstrengte, seinen oder ihren Umriss in der Dunkelheit am Ende des Gartens zu erkennen. Ich musste immer wieder den Blick abwenden, um ihre unscharfen Konturen klar vor Augen zu haben. Die Gestalt stand ganz still und war etwas dünn, aber das war alles, was ich erkennen konnte. Oh, sagte ich laut. Es war der Gartenschirm, der am hinteren Zaun lehnte. Ich hatte vergessen, dass wir ihn zum Grillen benutzten. Ich lächelte in mich hinein, froh, dass ich mich nicht zu sehr aufgeregt hatte, und ging nach oben in mein Schlafzimmer. Ich legte mich aufs Bett, stützte meinen Kopf auf ein Kissen und klappte meinen Laptop auf dem Bauch auf, um zu sehen, ob jemand online war. Offensichtlich war auch jemand anderes gelangweilt und sah meinen Namen auftauchen. Chris. Hey. Hey, bist du okay? Ja, gelangweilt. Sind deine Eltern noch weg? Noch für ein paar Wochen. Warum komme ich nicht vorbei? Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe irgendwie keine Lust, heute Abend abzuhängen, lol. Trotzdem danke.
Ich weiß, was du meinst, Easy. Wie wär's mit morgen? Ja, das klingt besser. Cool. Ich bin so gegen eins bei dir. Ich muss morgen früh noch ein paar Familienangelegenheiten erledigen. Okay. Hast du eigentlich ein Zelt? Wir können im Garten zelten oder so. Ah, meine Pyjama-Party. Ich lieb dich auch. Wie auch immer, lol. Hast du das Zelt noch? Ja, irgendwo. Lass mich nachsehen. Be right back. Ich stand vor meinem Bett auf und machte mich auf den Weg, um im Schrank unter der Treppe nachzusehen. Ich wusste nicht, wo das Zelt war, aber es schien ein guter Ort zu sein, um damit anzufangen. Ich öffnete die Schranktür und begann, die Mäntel beiseite zu schieben. Hinten stapelten sich einige Kartons, die das Zelt verbergen könnten, also begann ich sie abzubauen. Ich nahm ein paar der leicht zugänglichen Kartons heraus und hatte Glück, als der Zeltsack zum Vorschein kam. Ich beugte mich über die anderen Kartons, hob den Sack auf und nahm den großen Gartenschirm, der daneben lag, für den Fall, dass es morgen regnen würde. Ich hielt inne. Ich stellte das Zelt ab. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich wieder am Küchenfenster stand und mich auf die Dunkelheit draußen konzentrierte. Meine Augen hatten sich noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt, sodass ich nicht bis zum hinteren Zaun sehen konnte. Ich schaltete das Küchenlicht aus, lehnte mich an den Tresen und starrte weiter auf denselben Punkt. Die anderen Elemente des Gartens kamen nach und nach ins Blickfeld und passten zu meinem vorherigen Bild. Ich war mir nicht sicher, was ich sehen wollte. Die Dunkelheit zeigte die vertrauten Formen, aber nach einer Weile war ich mir sicher, dass da immer noch eine Gestalt am hinteren Gartenzaun stand. Sie hatte sich nicht bewegt. Ich stand 15 Minuten lang da und betrachtete sie. Ich konnte ihre Form nicht genau erkennen, aber es sah aus wie jemand, der dort stand. Ich beschloss, dass es keine Bedrohung darstellte. Ich dachte, wenn ich wirklich in Gefahr wäre, hätte ich mich schon viel mehr Sorgen gemacht und dieser Gedanke ließ mich ruhig bleiben. Aber ich wollte auch herausfinden, was es war. Ich konnte nicht ewig dort stehen, ich joggte die Treppe hinauf, schnappte mir meinen Laptop und nahm ihn mit zur Theke. Könntest du jetzt vorbeikommen? Hä? Ja, ich glaub, ich kann etwas in meinem Garten sehen. Was ist es? Ein Tier? Nein, es ist groß. Ich dachte, es wäre ein Gartenschirm. Und jetzt bist du sicher, dass es keiner ist? Ich weiß nicht. Ich dachte, da stünde jemand, aber jetzt bin ich mir sicher, dass es kein Mensch ist. Es sieht einfach seltsam aus. Und ich glaube nicht, dass es vorher da war. Wann vorher? Ich weiß nicht, vielleicht heute früh. Ich kann mich nicht erinnern. Hast du Angst? Ich würde mich besser fühlen, wenn jemand anderes hier wäre. Nun, ich habe angeboten, vorbeizukommen. Und mir ist langweilig, also... Also ja? Ja, ich komme demnächst vorbei. Cool, danke. Nimm das Eingangstor. Ich saß da und beobachtete die schwarze Gestalt, die sich für weitere 10 Minuten gegen den Zaun lehnte, bis es schließlich an der Tür klingelte. Ich öffnete und Chris rannte herein und umarmte mich. »Lang ist's her«, rief Chris spöttisch. »Ja, es muss ein ganzer Tag gewesen sein«, erwiderte ich lächelnd. »Diese Qual«, erwiderte er und tat so, als würde er mich ignorieren. »Hör mal, komm her«, sagte ich, schob ihn weg und ging in die Küche. Ich schaltete das Licht aus und zeigte in die Richtung der Gestalt. »Schau, gib mir eine Sekunde«, sagte Chris. »Ich kann nicht richtig sehen.« Eine Minute später bemerkte er es. »Das schwarze Ding?« »Ja, Wir standen beide da und starrten es eine Weile an. Ich hatte fast schon erwartet, dass es weg war, als er nachsah. Er lehnte sich über den Tresen. »Es ist nur eine große Pflanze oder ein Holzbrett oder sowas. Lass uns fernsehen.« »Würdest du mit mir nachsehen, um sicher zu gehen?«, fragte ich. »Hast du eine Taschenlampe?«, erwiderte er. »Nein«, gab ich zu. »Nun, wir könnten nachsehen, wenn wir das Licht in der Küche anlassen und die Hintertür ein wenig öffnen«, bot er an. Ich dachte kurz nach und stimmte zu.
sagte aber, wir sollten direkt am Haus bleiben. Wir schlüpften in unsere Turnschuhe und öffneten die Hintertür. Als wir auf die Terrasse traten, spürte ich, dass die Luft an diesem Abend schwer und warm war. Chris lief hinter mir. Wir standen ganz nah an der Tür und schauten auf den hinteren Zaun. Sollen wir? Ich hatte gerade angefangen zu sprechen, als er schnell wieder ins Haus trat und immer noch auf den Zaun schaute. Was? Fragte ich und folgte ihm hinein. Ich drehte mich um und stellte fest, dass die Gestalt verschwunden war. Das Licht, das von der Hintertür kam, zeigte, dass der Zaun und der Rest des Gartens noch genauso waren wie immer. Wo ist sie? Fragte Chris. Wenn sie an den Zaun gelegt war, ist sie wahrscheinlich in einen Busch oder so gefallen. Ich versuchte, uns beide zu überzeugen. Wir starrten noch ein paar Sekunden nach draußen und beschlossen dann, dass wir zu nervös waren, um nachzusehen. Normalerweise gebe ich meinen nächtlichen Ängsten nicht nach, aber jetzt fingen sie gerade an, sich in meinem Kopf festzusetzen. Kannst du über Nacht bleiben? Fragte ich Chris. Ja klar. Es klang nicht so, als ob er das wirklich wollte. Er schaute auf den Zaun. Wir gingen beide hinein und schlossen die Tür ab, bevor wir in mein Zimmer gingen. Ich holte einen Schlafsack für Chris heraus und zog die Vorhänge zu, ohne noch einmal in den Garten zu schauen. Wir unterhielten uns ein paar Stunden lang über dummes Zeug, um uns von dem Garten abzulenken, und schliefen dann ein. Am Morgen fand ich den Schlafsack von Chris leer vor. Ich rief nach Chris, und er rief zurück, er sei unten. Also zog ich mir ein T-Shirt an und ging hinunter. Hast du gut geschlafen? Fragte ich. Ja, ziemlich gut, aber ich musste ständig an den Garten denken. Hey, hast du das Zelt gefunden? Gab er zurück. Ja, antwortete ich und erinnerte mich an die Gestalt, die ich bis jetzt vergessen hatte. Ich habe über die Sache mit dem Campen nachgedacht und dachte, dass wir das Zelt vielleicht zu mir nach Hause bringen könnten. Das wäre doch mal eine Abwechslung, oder? Ich brauchte ihn nicht zu fragen, warum. Denn nach der letzten Nacht war ich nicht gerade scharf darauf, in meinem Garten zu übernachten. Moment. Letzte Nacht. Wenn ich es mir recht überlege, war die Sonne schon aufgegangen. Und ich wollte mir den Garten ansehen, solange es noch nicht stockdunkel war. Ich fragte Chris und er stimmte zögernd zu. Wir zogen unsere Turnschuhe an und gingen hinaus in den Garten. Ich weiß nicht, warum wir so besorgt waren. Er war hell und bunt. Die Pflanzen und Sträucher am Rande des Gartens dufteten gut. Und in einem der kleinen Bäume sang ein Vogel, der irgendwo seinen Partner suchte. Wir gingen zum hinteren Zaun und fanden nichts, was nicht an seinem Platz war, und sahen uns die Büsche an, um zu prüfen, ob sich dahinter etwas befand. Wir fanden nichts. Ich ging noch einmal um den ganzen Garten herum, während Chris versuchte, dem Vogel etwas vorzupfeifen. Er wackelte mit dem Kopf hin und her und versuchte, ihn zu verstehen. Es war ein warmer Tag. Perfekt zum Zelten an diesem Abend, beschloss ich. Wir unterhielten uns, während wir zwei Rucksäcke mit Schlafsäcken und etwas Essen aus der Küche füllten. Da wir kein Feuer machen wollten, packten wir ein paar Hotdogs aus der Dose, Brot, eine Packung Tomaten und Schokolade sowie ein paar Flaschen Wasser ein. In der Nähe meines Hauses gibt es einen Wald, der eigentlich ganz cool ist, erklärte Chris. Unser Garten grenzt direkt an ihn. Ich habe dort mal mit meinem Vater in einem Zelt übernachtet, als ich etwa 7 Jahre alt war. Ich weiß noch, dass ich damals so aufgeregt war, dass ich dachte, wir würden uns wie ein paar Hardcore-Bergsteiger fühlen. Chris lachte über sich selbst. Wenn es uns zu kalt wird oder wir mehr Essen brauchen, können wir einfach zu mir nach Hause gehen. Meine Eltern sind nicht da, also haben wir sowieso freie Hand. Deine sind auch weg? Fragte ich. Heute ist ihr Hochzeitstag, deshalb sind sie über Nacht weg, erklärte er. Sie übernachten in einem Hotel in der nächsten Stadt. Morgen früh sind sie zurück. Offenbar war es diesen Sommer in Mode, seine Kinder zurückzulassen. Gegen Mittag verließen wir mein Haus, mit den beiden Rucksäcken, einem Schlafsack für jeden von uns und dem Zelt, und machten uns auf den Weg zu Chris' Haus.
Es war ganz in der Nähe und lag in der gleichen angenehmen Gegend. Wir redeten und scherzten viel, während wir nebeneinander hergingen und nickten und grüßten ein paar bekannte Nachbarn. Es war ein wahnsinnig schöner Tag. Die Sonne schien fast zu stark. Es war heiß auf unseren Nacken und die Bäume am Gehweg schienen von unten grün zu leuchten, wenn das Sonnenlicht durch die Blätter fiel. Ein Rasensprenger spendete uns Wasser, als wir an einem Haus vorbeikamen, und es fühlte sich gut an auf meinen heißen Armen. Als wir bei Chris' Haus ankamen, war ich schon ganz verschwitzt und wir waren noch keine 20 Minuten gelaufen. Wir gingen nicht sofort in sein Haus, weil es so heiß war, sondern direkt in seinen Garten und luden unsere Taschen im Schatten ab. Er hatte nicht gelogen. Das Gartentor führte direkt in einen beeindruckenden Wald. Sehr hohe, dünne Bäume standen hoch über dem Haus und reichten bis zum Horizont. Einige Büsche und Sträucher säumten den Waldboden, aber das meiste war entweder Gras oder ziemlich glatte Erde. Ich verstand nicht, wie man diesen Wald als klein bezeichnen konnte. »Sieht gut aus, oder?« prahlte er. »Es ist fantastisch«, gab ich zu, öffnete das Tor und begutachtete das Gelände. Ich ging zwischen den Bäumen hindurch und fand einen ebenen Platz für das Zelt. Ich drehte mich um Chris nach seiner Meinung zu fragen, und hielt ein wenig enttäuscht inne. Es fühlte sich nicht wie richtiges Camping an, wenn sein Haus so offensichtlich vor unseren Augen lag. »Lass uns noch ein bisschen weiter reingehen, damit es sich wenigstens echt anfühlt«, sagte ich und ging zurück, um die Taschen zu holen, da Chris sich weigerte, seinen schweren Scheiß noch weiter zu tragen. Wir gingen in einer geraden Linie von Chris' Haus aus und schauten immer wieder hinter uns, bis das Haus gerade noch von den Bäumen vor uns verdeckt wurde. Wir waren erst ein kurzes Stück gegangen, aber der Wald war schon dichter und grüner. An einem der Bäume hing sogar eine lange Seilschaukel, aber sie sah zu alt aus, um unser Gewicht zu tragen, also beschlossen wir, unsere Wirbelsäulen zu schonen und es sein zu lassen. Ich packte das Zelt aus und baute es mit Chris' Hilfe auf, und wir warfen unsere Schlafsäcke hinein. Ich legte mich hinein, um es auszuprobieren. Es war so warm und stickig, dass ich meine Atmung für einen Moment anpassen musste. Ich trat wieder hinaus und fragte Chris, ob er eine Taschenlampe für den Abend hätte. »Das kann ich besser«, war seine Antwort, und er machte sich auf den Weg zum Haus. Mir war zu heiß, um ihm hinterherzulaufen. Also öffnete ich meinen Rucksack und eine Flasche Wasser, trank die Hälfte davon und steckte den Rest zurück in den Rucksack. Ich legte mich auf ein Stück Gras und schaute zum Blätterdach hinauf. Die Blätter bewegten sich sanft in einer Brise, die ich von hier unten nicht spüren konnte. Und ich sah zu, wie sie hin und her wogten und ineinander griffen, bis ich Chris zurückkommen hörte. »Hast du eine Taschenlampe dabei?«, fragte ich und schloss die Augen. Die Sonne schien durch meine Lider und färbte meine Sicht rot. Ich lauschte dem leisen Geräusch seiner Schritte auf dem Gras, als er an mir vorbei zur Schaukel ging. »Das würde ich nicht halten«, warnte ich, als ich hörte, wie er mit einem leisen Knarren an dem Ast zerrte. Er zerrte daran, und es knarrte als Antwort. Ich lauschte. Er zerrte noch einmal daran, und noch einmal. Es herrschte einen Moment lang Stille, da ich annahm, dass er immer noch abwog, ob das Seil ihn halten würde. Dann zerrte er erneut. Er zerrte noch ein paar Mal, jedes Mal gefolgt von einem Knarren. Ich war mir sicher, dass es sein Gewicht nicht halten werde, und lächelte, als ich mir ein großes Knarren und Schnappen vorstellte, wenn das Seil reißen würde. Ich lauschte weiter, und er zog weiter an dem Ast. Knarren, Knarren. Ich lauschte immer noch. Knarren. 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 »Jo«, hörte ich Chris' Stimme aus seinem Garten. Ich setzte mich kerzengerade auf und verrenkte mir fast den Hals, als ich meinen Kopf zur Seite riss, um zu seinem Haus zu schauen. Er joggte durch die Bäume und hielt eine elektrische Laterne in der Hand. Ich wandte meinen Blick in die andere Richtung, zur Seilschaukel. Sie hing still da. Nichts in der Nähe. Ich stand auf und
drehte mich im Kreis. Nichts in der anderen Richtung. Was? Murmelte ich vor mich hin und ging auf das Seil zu. Ich zog vorsichtig daran. Es knarrte nicht. Ich zog fester daran. Es knarrte nicht. Mein Mund wurde trocken. Ich sprang auf, packte das Seil und zog es herunter. Der Ast bog sich ein wenig, als meine Füße den Boden berührten. Und trotzdem gab er keinen Laut von sich. Ich hielt mich daran fest, während ich zu den Ästen hinaufstarrte. Aber schließlich gab das Seil unter meinem Gewicht irgendwo in der Mitte nach. Und ein leiser Knall drang an meine Ohren, als das dicke Seil vor mir herunterfiel. Chris rüttelte an der Laterne, als er vorbeikam. Ich habe sie noch nie benutzt. Ich habe sie zu Weihnachten von meiner Cousine bekommen. Sie kauft immer so komische Geschenke. Ah, ich sehe, die Schaukel ist tot. Lass uns ein ordentliches Begräbnis machen, in Erinnerung an all die Freude, die sie uns bereitet hat. Ich antwortete nicht. Ich schaute weiter zu dem Ast hinauf, an dem eine halbe Seilschaukel befestigt war. Hey, geht's dir gut? Chris folgte meinem Blick. Ich dachte, du wärst schon zurück, sagte ich sofort. Ich war nicht der Typ, der die Dinge mit einem »Ach, es ist nichts« abtun würde. Was? Antwortete er. Jemand ist an mir vorbeigegangen und hat an der Seilschaukel herumgespielt. Wer war's? Ich weiß es nicht. Ist er noch da? Ich weiß es nicht. Ich hatte meine Augen geschlossen und lag einfach da, sagte ich. Aber dann hörte ich dich rufen und sah mich um. Und da war nichts. Ich hab die Person an meinem Kopf vorbeilaufen hören. Mir war ein bisschen übel. Hör mal, beruhig dich mal kurz, begann Chris. Es ist mitten am Tag. Wir sind nur 30 Meter von meinem Haus entfernt. Und selbst wenn es jemand war, was soll's? Es ist ein öffentlicher Wald, hier kann jeder rumlaufen. Das leuchtete mir ein. Und er hatte recht. Es ist ein öffentlicher Wald. Aber wo war die Person dann? Ich schaute mich noch einmal um. Aber die Bäume standen dicht beieinander und ich konnte nicht weit sehen. Ich hielt es für möglich, dass ich hier in kurzer Zeit jemanden aus den Augen verlieren würde. Okay, sagte ich. Mann, ich kann wochenlang allein im Haus bleiben, aber ich komme nicht mit einem kurzen Spaziergang durch den Wald an einem Sommertag klar. Deshalb hast du ja auch ein paar Muskeln mitgebracht, erklärte Chris und schwenkte die Laterne über seinem Kopf, woraufhin ich lachte. Wir verbrachten den Tag damit, durch den Wald zu wandern und kehrten zum Zelt zurück, um Wasser zu holen, wenn es uns zu heiß wurde. Wir sprachen über die Schule und über unsere Pläne für die Zukunft. Wir sprachen über Träume, die wir hatten und über Geister und Kreaturen, die in der Dunkelheit lauerten. Keiner von uns hatte Angst vor solchen Dingen, aber sie gaben gute Campinggeschichten ab. Chris erzählte eine besonders gute Geschichte von einer Frau, die im Wald lebte. Sie hatte den Kopf einer Katze und wenn man ihr kratziges Miauen hörte, bedeutete das, dass sie versuchte, einen zu finden. Wenn sie aufhörte zu miauen, bedeutete das, dass du gefunden wurdest und sie kam schnell auf dich zu. Ich bekam eine Gänsehaut und bald darauf hörten wir auf, Geschichten zu erzählen. Das Tageslicht verblasste schließlich und es wurde schwer, etwas zu sehen, also gingen wir zurück zum Zelt für die Nacht. Die beeindruckende Hitze während des Tages hatte uns den Appetit verdorben, also ließen wir das Essen erstmal stehen und beschlossen, es in der Nacht zu verspeisen, falls wir Hunger bekämen. Chris hängte die elektrische Laterne an die Vorderseite des Zelts und knipste sie an. Sie war überraschend hell und warf ein gelbes Licht auf den Boden und die Bäume, die uns gegenüberstanden. Der warme Schein sah dramatisch aus, aber was auch immer hinter dem Licht lag, war in der Schwärze verborgen. Unsere unmittelbare Umgebung war klar, aber ein paar Meter weiter war überhaupt nichts mehr zu sehen. Es sah unheimlich aus. Chris duckte sich unter der Zeltöffnung und ich folgte ihm. Die Schlafsäcke sahen einladend aus, denn die Wärme von vorhin war verschwunden und es war zu kalt für Hemden und Shorts. Wir gingen hinein und nahmen die Laterne mit. »Hörst du das Miauen?« sagte ich und legte den Kopf schief, um zu lauschen. »Ja,
Ich höre den Scheiß auch. Chris lächelte und zog seinen Schlafsack zu. Verdammt, ich dachte, ich hätte ihn. Naja, ich machte meinen eigenen Schlafsack zu. Und wir lagen noch eine Weile da und redeten. Und dann überkam uns die Erschöpfung eines so heißen Sommertages und wir schliefen ein. Ich träumte, dass wir wieder zu Chris' Haus liefen. Aber da waren mehr Bäume als vorher und es wurde sehr schnell dunkel. Ich blinzelte und plötzlich war es Nacht und der Wald erstreckte sich in alle Richtungen. Die Seilschaukel hing vor mir. Ich drehte mich um und Chris war verschwunden. Ich hörte ein Knarren hinter mir. Ein Gefühl überkam mich, als hätte ich eine Stufe auf der Treppe übersehen. Aus irgendeinem Grund konnte ich mich nicht umdrehen. Ich fing an, geradeaus zu gehen, und bald kam die Schaukel wieder in mein Blickfeld. Ich war mir dessen bewusst, dass ich in einem Albtraum war. Die Schaukel hob sich langsam in die Bäume hinauf, und ich sah zu, wie sie verschwand. Ich stellte mich unter die Stelle, wo sie gestanden hatte, und über mir war ein Rascheln zu hören. Als ich den Blick zum Blätterdach hob, kam eine schwarze Gestalt mit dem Kopf einer Katze heruntergerast, das Maul schrecklich weit geöffnet. Einer ihrer Zähne berührte mein linkes Auge und ich wurde wach und setzte mich keuchend im Zelt auf. Mein Rücken war schweißnass und Chris schlief neben mir. Die Laterne brannte noch und ich konnte unsere Rucksäcke am Ende des Zeltes sehen. Ich atmete kurz durch und legte mich dann wieder hin, wobei mein Kopf ein wenig zu hart auf den Boden schlug. Ich zuckte zusammen, griff nach der Wasserflasche neben mir und trank ein paar Schlucke. Mit dem Schein der Laterne auf meinen Augenlidern konnte ich nicht einschlafen, also setzte ich mich auf und suchte das Zelt nachher ab. Ich merkte schnell, dass das Licht von draußen kam. Chris? Sagte ich, noch verwirrt vom Schlaf. Er murmelte etwas als Antwort. Chris, wo ist die Laterne? Irgendwo, sagte er langsam und verschlafen, bevor er sich umdrehte. Als ich mich noch einmal umsah, kam das Licht offensichtlich von draußen. Ich wog die Möglichkeiten ab. Entweder hatte sich ein Mörder in unser Zelt geschlichen und nichts weiter getan, als die Laterne nach draußen zu tragen. Oder wir hatten sie gar nicht ins Zelt gebracht und meine Erinnerung war falsch. Das klang viel überzeugender. Also kniete ich mich neben den Zelteingang und öffnete ihn. Von der Öffnung aus schaute ich mich um, aber es war nicht sofort ersichtlich, woher der Schein kam. Warum konnte ich es nicht sehen? Ich schaute nach oben. Die Laterne hing 20 Fuß hoch in der Luft. In der Dunkelheit. Ich bekam eine Gänsehaut und verschloss den Eingang, bevor ich Chris durchschüttelte. Chris, bitte, wach auf! Er hörte die Dringlichkeit in meiner Stimme und setzte sich auf. Was? Was ist denn los? Sagte Chris und rieb sich die Augen. Die Laterne hängt draußen. Aber ich habe sie reingebracht, versicherte er mir. Mir wurde schlecht, als mein Verstand versagte. Wir sahen beide auf den Bereich vor dem Zelt. Wir sollten zurück zum Haus gehen, sagte ich, und meine Entschlossenheit ließ nach. Ich war nur ein Kind in einem Wald, dessen Eltern nicht da waren. Ich werde nicht durch die Dunkelheit laufen, erwiderte Chris. Er sah jetzt besorgt aus. Wir haben eine Laterne. Ich hielt mich zurück. Wir schauten wieder auf den Bereich vor dem Zelt. Wir konnten nicht ewig hier sitzen bleiben. Wir bekamen langsam Angst, als wir dort saßen und nichts taten. Also war das der Plan. Wir würden hier nicht schlafen. Wir würden die Laterne irgendwie zurückholen, alles hier lassen und die Nacht in Chris' Haus verbringen. Ich hasste es, derjenige zu sein, der zuerst geht. Ich wollte zurück, auch wenn ich nur am Zelteingang kauerte. Ich öffnete das Zelt und schaute mich um. Nichts. Ich spähte über das Zelt hinter uns. Nichts in Sicht. Buchstäblich nichts.
Alles war schwarz außerhalb des Lichts. Ich machte einen Schritt nach draußen. Und es war kalt. Chris sagte das Gleiche, als er an meiner Seite stand und über die Schulter sah. Er drehte sich um und sah die Laterne in der Luft. Was zum Teufel? Wir standen da und starrten sie ein paar Sekunden lang an. Schließlich fand ich heraus, an welchem Baum sie hing, und die kaputte Seilschaukel zu meinen Füßen bestätigte es. Weit oben, außer Reichweite, hing die Laterne über unseren Köpfen, angebunden an das andere Ende des Seils, das immer noch in der Dunkelheit baumelte. Ich kam nicht heran, es war hoch oben, zu hoch für eine Leiter. Die Bäume waren dünn und kahl, abgesehen von den Blättern, die das Blätterdach bildeten. Es gab keine Möglichkeit zum Klettern. Ich nahm das Stück Seil, das vorhin abgeknickt war, bündelte es, machte einen Knoten und zielte auf die Laterne. Ich trat einen Schritt zurück, sprang und warf es in die Luft. Es erwischte die Laterne an der Seite und ließ sie schwingen. Sie warf Schatten, die um uns herum schwankten, und ich wünschte mir, ich hätte sie nicht getroffen. Das Licht ließ die Schatten mit der Laterne hin und her schwanken. Das schreckliche, unnatürliche Schwanken ließ mich in Panik geraten, und meine Augen wurden feucht, als die Angst mich fest im Griff hatte. Ich nahm das Seil wieder auf und warf es verzweifelt nach der Laterne. Ich verfehlte sie. Das Seilbündel segelte in die Dunkelheit davon. Hilflos drehte ich mich zu Chris um, der sich bereits seinen Rucksack geschnappt hatte. Er drehte sich um und warf ihn mit einem Aufschrei, und er traf genau die Laterne. Sie fiel und schlug mit einem Knall auf den Boden, aber das Licht war noch an, und ich rannte, um sie aufzuheben. Ich drehte mich zu Chris und weinte fast vor Erleichterung. »Okay, okay, los, los, los!« »Gehen wir«, drängte ich, und er begann schnell in die Richtung seines Hauses zu joggen, während ich ihm folgte. Wir rannten halb stolperten wir in die Dunkelheit, schauten uns über die Schultern und arbeiteten uns voran, während unsere Gedanken von allem verzehrt wurden, was in den Bäumen auf uns warten könnte. Ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren, aber bald wurde uns klar, dass das Haus von Chris nicht in dieser Richtung lag. »Um Himmels Willen, wo ist das denn?« sagte Chris mit angespannter Stimme. »Wir müssen das Zelt finden und es noch einmal versuchen.« In seinen Augenwinkeln bildeten sich ein paar Tränen. Wahrscheinlich waren sie auch in meinen, aber mein Herz klopfte so heftig, dass ich es nicht bemerkte. »Okay.« Ich holte tief Luft und wir drehten uns um, direkt hinter uns in einer geraden Linie. Was wäre, wenn wir das Zelt nicht finden würden? Ich konnte nicht verhindern, dass ich das immer wieder dachte, während wir unsere Schritte zurückverfolgten. Wir liefen doppelt so lange, bis das Licht endlich auf die Seite des Zeltes fiel. Wir sahen uns um herauszufinden, in welche Richtung wir gehen sollten. Die Stille war wie in einem Albtraum, kurz bevor sich etwas Schreckliches schreiend auf dich stürzt. Der Vergleich ließ mich würgen und ich kniff die Augen zusammen, wobei sich die Haare auf meiner Haut aufstellten. Meine Schläfen waren so heiß, dass es sich anfühlte, als würde mein Gehirn gegen die Innenseite meines Schädels pochen. Ich konnte nicht einmal erraten, wo das Haus lag. Von der Laterne aus konnten wir etwa 3 Meter weit sehen, und dann war es stockdunkel. Es gab keine Anhaltspunkte. Jede Richtung sah falsch aus. Chris nahm mir die Laterne ab und ging in einem kleinen Kreis umher, wobei er seine Augen anstrengte, um etwas zu sehen. Ich blieb stehen. »Chris, schalte es aus«, flüsterte ich ihm eilig zu. »Was?« fragte er.
Ich schritt schnell und leise auf ihn zu und näherte mich ihm mit meinem Gesicht. Da ist etwas im Zelt. Sein Blick wanderte an mir vorbei zum Zelt und er stand da und starrte. Wir standen auf der linken Seite des Zelts und aus diesem Blickwinkel konnte ich gerade so erkennen, wie der Reißverschluss geöffnet war. Aber ich erinnerte mich, dass ich ihn so zurückgelassen hatte. Das war also nicht der Grund, warum ich die Zähne zusammenbiss. Ein paar Meter weiter stand mein Rucksack draußen auf der trockenen Erde. Und die Lebensmittel, die ich eingepackt hatte, hingen nun fein säuberlich an ihm herunter. Auch unsere Schlafsäcke lagen schön aneinandergereiht, sodass die Reihe an Habseligkeiten direkt in die Öffnung des Zeltes führte. Ich machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne, damit das Licht besser durch den Stoff dringen konnte. Es konnte kein Trick des Lichts sein, denn etwas Großes und Dunkles hockte offensichtlich dort und war, wie ich vermutete, mit der Vorderseite auf den offenen Eingang gerichtet. Ich hasste mich dafür, dass ich es nicht früher gesehen hatte. Es bewegte sich überhaupt nicht und schien auch nicht zu atmen. Es saß einfach nur da und wartete darauf, dass wir die Lebensmittel untersuchten, die es fein säuberlich angeordnet hatte. Schalte es aus, flüsterte ich wieder. Chris starrte weiter. Chris, flehte ich im Flüsterton. Eine Stimme aus der Nähe ertönte. Chris. Wir hörten sie beide. Und das Blut schoss uns in die Adern. Sie kam aus dem Zelt. Eine langsame, angestrengte, krächzende Stimme, die wie ein Papagei klang, der ein neues Wort kopiert. Das Geräusch kroch in meine Ohren. Das Licht ging mit einem zu lauten Klicken aus. Chris packte mich an der Schulter. Und ich ballte meine Fäuste schmerzhaft fest zusammen. Wir standen da in völliger Dunkelheit. Ich wollte mich nicht bewegen. Und ich wollte nicht bleiben. Mein Gehirn rang um Kontrolle, während meine Beine wie angewurzelt auf eine Entscheidung warteten. Wir atmeten flach und leise. Die Schwärze drückte auf unsere Augen wie Wasser. Schweiß rann mir den Nacken hinunter. Ich konnte das Zelt nicht sehen. Chris, schalte es aus. Mein Magen drehte sich um, als das Ding im Zelt meine Worte wiederholte. Schnell packte ich Chris Hand und zerrte ihn in die andere Richtung. Ich rannte, wie ich es noch nie zuvor getan hatte. Der Sprint dauerte etwa eine Minute. Wir verloren uns, als wir durch die absolute Dunkelheit rannten. Ich vergaß, wo wir waren, und ich konnte nicht sehen, was vor meinem Gesicht war. Ich rannte mit dem Kopf gegen einen Baum. Meine Stirn schlug mit einem hohlen Schlag gegen die Seite des Baumes. Es tat so weh, dass ich nicht mehr atmen konnte. Chris versuchte mich weiterzuziehen, aber ich sackte auf den Knien zu Boden und musste mich übergeben. Als ich auf den Rücken kippte und mein Kopf taub wurde, zog mich Chris hoch. Bitte hör nicht auf zu rennen! Bitte! Bitte! Flehte er. Ich konnte nicht antworten. Bitte! Bitte! Weiter! Ich zwang meine Beine, mein Gewicht zu tragen, während ich mich auf Chris stützte.
Körper fühlte sich leer an und ein wenig Blut lief mir die Stirn hinunter. Ich wischte es weg, während ich versuchte, die Situation wieder zu begreifen. Aber der Schmerz war zu stark. Warte! Ich kann nicht! Ich flehte. Warte! Warte einfach! Wir standen zusammen im düsteren Wald. Aber wir hätten überall sein können. Ich konnte Chris nicht sehen, als er sich neben mich kauerte. Es fühlte sich nicht wie Dunkelheit an, sondern so, als hätte jemand meinen Kopf in eine Decke gewickelt. Keiner von uns sagte ein Wort, während wir warteten. Aber unser Atem war laut. Und ich fragte mich, aus welcher Entfernung man ihn hören konnte. Die Realität kehrte zu mir zurück. Und der Schmerz war gerade noch erträglich. Ich richtete mich auf und begriff, was geschah. Die Angst packte ein weiteres Mal zu. Und ich begann, in meinem Kopf zu zählen. Eine Minute verging, ohne dass die Welt einen Laut von sich gab. Der Wind war tot. Und die Vögel vielleicht auch. Eine weitere Minute verging. Ich zählte weiter. 3 Minuten. Wir waren immer noch allein. Suchte es überhaupt nach uns? Ich griff in der Dunkelheit nach Chris Arm. Er zuckte zusammen, als ich ihn berührte. Aber ich hielt ihn mit dem anderen fest. Er hielt immer noch die Laterne. Gut. Wir hatten Licht, wenn wir es jetzt nur nutzen könnten. In Gedanken ging ich die Ereignisse noch einmal schnell durch. Die Laterne hing an einem Baum. Wir verließen das Zelt und fanden den Weg nach Hause nicht mehr. Als wir zum Zelt zurückkehrten, war etwas im Zelt. Aber warum nahm es einfach die Laterne und tat sonst nichts, während wir schliefen? Ich fragte mich, wenn es reines Glück war, dass wir alleine waren, als wir versuchten, die Laterne zu holen, wie gering war die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine zweite Chance bekämen? Ich schwieg einen Moment und flüsterte dann so gut ich konnte. Chris, wir müssen die Laterne anschalten. Wir müssen verdammt nochmal weg von hier. Wir können zu deinem Haus rennen, aber wir brauchen Licht. Nein, bitte, wir müssen hier bleiben. Chris versuchte auch zu flüstern. Wir können auf den Morgen warten, wenn es sein muss. Du kannst es nicht anschalten. Ich konnte in seiner Stimme hören, dass sich ein Schluchzen bahnbrach. Sei einfach still. Das musst du verdammt nochmal. Bitte. Ich spreizte meine Lippen, um es noch einmal zu versuchen. Aber als ich es tat, hörte ich etwas. Ein sehr leises Klicken, das irgendwo aus der Dunkelheit kam. Es war fast unhörbar, aber es war da. Ein unregelmäßiges, stockendes, klickendes Geräusch. Es klang wie Fingernägel auf einem Holztisch und es bewegte sich. Es kam von vorn, da war ich mir sicher. Ein ständiges Klick, Klack, Klack erfüllte meine Ohren, als wir versuchten, die Entfernung abzuschätzen. Es kam immer näher. Klick, Klack, Klack. Es hielt an. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich froh, dass ich nicht sehen konnte, was in der Dunkelheit wartete. Vielleicht bedeutete das,
dass wir auch im Verborgenen blieben. Während meine Gedanken in alle Richtungen schossen, gab ich dem Ding in der Dunkelheit das Bild der katzenköpfigen Frau. Und es erschreckte mich. Ich wartete nur darauf, das Miauen zu hören. Aber meine Ohren hörten etwas anderes. Meine Kehle schnürte sich zu. Und ich versuchte nicht zu weinen. Es sagte seinen Namen zweimal. Und ich hielt mir die Hand vor den Mund. Die schreckliche, schabende Stimme erklang ein paar Schritte entfernt. Die Worte waren seltsam gesprochen, ohne jeden Sinn dahinter. Es waren nur Geräusche, die dieses Ding aufgeschnappt hatte und nun benutzte, um uns in der Dunkelheit zu jagen. Chris ließ meine Hand los, und ich hörte, wie sein Fuß leise auf dem Gras hinter ihm aufsetzte, als er sich bereit machte zu rennen. Wage es ja nicht, versuchte ich meine Gedanken auf ihn zu übertragen. Gib keinen Laut von dir. Bitte. Bitte. Es klang so falsch, langgezogen, wie eine sich langsam öffnende Tür. Chris stieß ein Wimmern aus, als es ihn rief. Ich erstarrte und wartete darauf, dass irgendetwas passierte. Es herrschte eine lange Stille und ich hielt den Atem an, solange ich konnte. Ich konnte nicht mehr warten. Ganz langsam streckte ich meine Hand nach Chris aus und legte sie auf seine Schulter. Und ganz vorsichtig hoben wir beide unsere Füße an und schafften es, einen Schritt voran zu tun, ohne ein Geräusch zu machen. Wir entfernten uns von der Stimme und hörten nicht auf, uns zu bewegen, aber immer ganz vorsichtig, ganz, ganz langsam. Es war mir egal, wie lange wir brauchen würden, um irgendwo hinzukommen. Und wenn wir für jeden Schritt eine Stunde bräuchten, wir würden es schaffen. Chris fuhr rückwärts gegen einen Baum und keuchte hörbar auf. Das Klicken setzte sofort ein. Klick, klick, klack, klack. Es rollte weiter, immer weiter auf uns zu. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Alles, woran ich denken konnte, war meine Augen zu schließen und zu versuchen, nicht zu schreien. Als wir dort standen, kam das Klicken, eine Armlänge von uns entfernt, zum Erliegen. Stille. Schalte es an. Bitte. Die Angst nahm überhand. Chris schaltete das Licht an und rannte in die andere Richtung, ohne sich umzusehen. Ich drehte mich auf der Stelle um und behielt die Laterne im Auge, als gäbe es nichts anderes. Wir wagten nicht, das Ding anzuschauen, aber wir konnten es hören. Unsere Schritte polterten auf dem Gras und das Ding verfolgte uns mit einem Tap, 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 jetzt wie wuselnde kleine Krallen auf harter Erde. Während ich verzweifelt rannte, um das Licht einzuholen, erhob sich das Geräusch plötzlich hinter mir und über unseren Köpfen zwischen den Bäumen. Das konnte doch nicht wahr sein. Es würde auf uns herabfallen. Umdrehen! Es war mir egal.
Wenn wir mit dem Leben davon kommen wollten, mussten wir um unser Leben rennen. Wir änderten plötzlich den Kurs. Das Klacken hörte für einen Moment auf. Lange genug, um ein paar Meter zu gewinnen, bevor es wieder in unsere Richtung kam. Meine Beine krampften sich fürchterlich zusammen und Chris keuchte schwer. So konnten wir nicht weitermachen. Wo waren wir? Ich sah, wie das Licht der Laterne vor uns abrupt zum Stillstand kam. Ich hatte keine Zeit anzuhalten und wollte Chris anrempeln, aber das Licht ging an meinen Füßen vorbei. Er hatte die Laterne fallen lassen. Ich drehte den Kopf und sah, wie das Ding in der Dunkelheit verschwand. Ich war zu weit weg, um zurückzukehren. Es würde in einer Sekunde bei mir sein. Chris? Ich weinte und wischte mir die Tränen von den Wangen, während ich rannte und mich darauf vorbereitete, dass ich jeden Moment mit dem Gesicht gegen einen Baum prallen könnte. Weiter! Hörte ich Chris von vorne. Da ist ein Licht! Meine Sicht war trübe von den Tränen, aber ich konnte es sehen. Ein orangefarbenes Leuchten, das in der Ferne in der Luft hing. Noch eins. Was geschah da? Ich wollte ihn anschreien, aber ich erkannte, dass es eine Straßenlaterne war. Meine Beine fühlten sich an, als würde ich durch Wasser laufen. Aber ich stampfte fester auf, denn ich hatte ein Ziel vor Augen. Langsam und schmerzhaft kam das Licht näher, ebenso wie das Klicken. Dieses Ding konnte sich bewegen wie nichts anderes, das ich kannte. Ich sah Chris' Gestalt unter der Straßenlaterne vorbeiziehen und dann war er wieder weg. »Nicht anhalten!« schrie ich, als ich mich dem Waldrand näherte und meine Beine sich anpassten, als der Boden unter meinen Füßen fest wurde. Ich konnte eine Reihe weiterer Straßenlaternen sehen, die nach rechts abzweigten. Und Chris' Gestalt lief regelmäßig unter jeden einzelnen hindurch. Als ich sicher war, dass ich aus den Bäumen heraus war, blieb ich nicht stehen, sondern rannte unter mehreren Straßenlaternen hindurch und legte so viel Abstand wie möglich zwischen uns und den Waldrand. Nach einer Weile bemerkte ich, dass das Klicken aufgehört hatte. Ich musste sehen, dass alles gut war. Ich drehte den Kopf und schaute die Reihe der Lichter entlang zurück, wobei ich den Blick auf das erste Licht gerichtet hielt. Es wurde wieder still und die Lichter zeigten einen leeren Weg. Ich joggte weiter und hielt meine Augen auf das Licht gerichtet, in der Erwartung, jeden Moment etwas zu sehen, aber es wurde nur der Beton und der Straßenrand beleuchtet. »Ist es da?« Die Frage pulsierte in meinem Kopf immer wieder. Als ich den Kopf drehte, um Chris wieder einzuholen, sah ich etwas unter der ersten Straßenlaterne vorbeiziehen. Ein gewaltiger Schock durchfuhr mich, als sich meine Befürchtungen bestätigten. Ich stieß einen Schrei aus und beschleunigte das Tempo noch einmal, um zwischen den Lichtern hindurch zu sprinten. Das Bild hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich konnte kaum einen Blick auf das Ding erhaschen. Aber es war weiß und riesig. Es streifte fast die Straßenlaterne, als es unter ihr hindurchlief. Es hatte einen langen, aufrechten Körper, voller Knicke, als hätte es sich gerade erst entfaltet. Und das war alles, was ich erkennen konnte. Es muss ein Gesicht und Gliedmaßen gehabt haben, aber ich hatte keine Zeit nachzusehen. Ich schaute nicht mehr hin. Der Weg wich weiteren Lichtern. Und bald konnte ich den Schein von Fenstern in einigen Häusern auf beiden Seiten der Straße sehen. Ich erkannte, wo wir waren. Wie durch ein Wunder
nahe bei meinem Haus. Noch ein bisschen weiter. Und wir wären da. Mein Haus! Rief ich, und Chris hörte zu, bog nach links in eine Seitenstraße ein und rannte hinunter. Voller Panik erreichte ich die Abzweigung und schaute die Straße hinunter, um zu sehen, wie Chris über den Zaun in meinen Garten sprang. Beeil dich! Hörte ich ihn schreien. Als ich den Zaun erreichte, legte ich meine Hände auf den Zaun, hiefte mich hinüber und zerriss mir dabei die Ellbogen. Meine Knöchel schmerzten, als ich in den Garten stürzte und zur Küchentür sprintete. Chris trat zur Seite und schnappte nach Luft, als ich den Schlüssel ins Schloss steckte und umdrehte. Wir flogen beide in die Küche und knallten die Tür hinter uns zu. Ich schloss sie von innen ab und wir rannten beide die Treppe hinauf ins Bad und schlossen die Tür hinter uns. Was war das? Flüsterte ich panisch und fragte mich, ob es wohl hereinkommen würde. Hast du es gesehen? Nein. Chris kauerte unter dem Fenster. Tränen kullerten aus seinen Augen. Scheiße, es war so groß. Es war... Ich konnte nicht... Sag nichts, unterbrach mich Chris. Ich dachte wieder und wieder darüber nach, während wir dort saßen und die Minuten langsam zu Stunden wurden. Mein Kopf brummte die ganze Zeit und ich konnte immer noch diese Stimme hören. Diese ekelhafte Stimme. Meine Ellbogen und Unterarme waren blutverschmiert und wir starrten beide auf den Boden, während wir hin und wieder aufschluchzten. Unsere Herzen klopften in der Brust und so verbrachten wir die Nacht. Licht strömte durch das Fenster herein, aber wir schlossen die Badezimmertür erst am Mittag auf. Wir schlichen die Treppe hinunter. Die Küchentür war immer noch verschlossen und im Haus war nichts zu sehen. Ich schaute aus dem Wohnzimmerfenster. Ein weiterer perfekter Tag. Kein Mensch ging vorbei, aber die Sprinkleranlage war an und ich konnte wieder Vögel hören. Das half, unsere Nerven zu beruhigen. Das Zelt kann dort stehen bleiben, sagte ich schließlich. Ja, stimmte Chris zu. Wir blieben den ganzen Tag im Wohnzimmer mit ausgeschaltetem Fernseher. Wir wussten nicht, was wir tun sollten und sprachen darüber, ob wir die Polizei anrufen sollten oder so. Der Tag verging wie im Flug, während wir versuchten, unsere Gedanken zu ordnen und uns zu überlegen, was wir als nächstes tun sollten. Als es gegen 21 Uhr dunkel war, klingelte das Telefon. Es waren die Eltern von Chris. Sie fragten, ob ich ihn gesehen hätte, da sie sich Sorgen machten. Sie kämen gerade von einer Reise zurück. Ich ließ sie wissen, dass es ihm gut ging und fragte, ob sie uns beide von zu Hause abholen könnten, weil etwas passiert sei. Sie wollten wissen, was. Aber ich sagte, wir würden es ihnen erzählen, wenn sie hier sind. Sie sagten, sie wären bald hier. Erleichterung überflutete uns, als die Erwachsenen auf dem Weg waren, um alles in Ordnung zu bringen. Sie würden uns glauben. Wir haben in diesen Dingen nicht gelogen. Selbst wenn sie skeptisch waren, würden sie zumindest glauben, dass ein gefährliches Tier im Wald war. Und das genügte uns. Ich ging in die Küche, um mir einen Saft aus dem Kühlschrank zu holen und stellte fest, dass ich den ganzen Tag noch nichts getrunken hatte. Ich hörte Wasser in der Spüle tropfen, also drehte ich den Wasserhahn fester zu und trank einen Schluck Saft. Als ich mich auf den Weg ins Wohnzimmer machte, begann das Wasser wieder zu tropfen. Ich schaltete das Licht an und stellte fest, dass es nicht aus dem Waschbecken oder sonst woher im Zimmer kam. Es klang, als käme es von weiter weg. Ich schaute in den Garten und konnte gerade noch eine unscharfe, große Silhouette erkennen, die sich im Dunkeln
an den hinteren Zaun lehnte. Eigentlich klang das Tropfen eher wie ein Klicken. Die Gestalt bewegte sich langsam vom Zaun weg und klickte über das Gras in Richtung Haus. Wenn dich dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere.